Freiheit und Information. Denn was fehlt, ist Liebe, Gleichheit in allen Nationen. Und so stehen wir Hand in Hand, weil eure Noten für uns einfach keine Werte ausdrücken. Und unser Leben lang gefangen. Doch gemeinsam können wir schaffen, aus dem Kerker zu flüchten. 1913 Wilson, Präsident der USA, unterzeichnet ein Gesetz, bringt unsere Zukunft in Gefahr. Der Fat Act hetzt jetzt weltweit gegen Menschen. Die Banker, die ihn schufen, sind unsere mächtigen Regenten. Stehen über der Regierung, wer das Geld druckt, denkt die Welt. Monopolisierung, bis der letzte Groschen fällt. Über 16.000 Banken hat die Fed sich einverleibt. Einflussreich ist der Motor, der Maschinerien betreibt. Presse, Medien, Politik, Wirtschaft, Militär. Die Machteliten machen uns das Leben hier auf der Erde schwer. 1933 wird der Goldstandard abgeschafft. Bürger treten an die Fed ihre letzten wahren Werte ab. Und zu John F. Kennedy, einzig wahrer Präsident, übergab uns 63 ein sehr mächtiges Geschenk. Die Executive Order gibt den Menschen ihre Macht zurück, bevor es dazu kam. Abzug durchgedrückt. Wir geben uns für Friede, Freiheit und Information. Denn was fehlt, ist Liebe, Gleichheit in allen Nationen. Und so stehen wir Hand in Hand, weil eure Noten für uns einfach keine Werte ausdrücken. Und unser Leben lang gefangen. Doch gemeinsam können wir schaffen, aus dem Kerker zu flüchten. Fiat Money, ich hoffe, das ist euch allen ein Begriff. Das bedeutet, Banken schöpfen unser Geld einfach aus dem Nichts, Verschuldung durch den Klick. Fett, Inflationsfabrik, kassieren kräftig Zinsen, unsere Schulden, ihr Profit. Ihr steht hier in der Kritik, ihr bringt uns sicher nicht auf Kurs. Moody's, Fitch, Standard & Poor's geben Ratings auf ein Land und das noch aus privater Hand. Welche öffentliche Wahl hat euch zum Henker der Nation ernannt? Nutzen mein Verstand, zählt einfach eins und eins zusammen. Wir stehen alle hier gemeinsam, zu zeigen, wir haben keine Angst. Habt euch seit Jahren in euer Glashirn verschanzt. Wenn wir friedlich demonstrieren, haben die Eliten keine Chance. Wir fordern, dass die Federal Reserve kein Geld mehr drucken lässt. Überpinseln wir den Federal Reserve weg. Die Banker dieser Welt haben unseren Einfluss unterschätzt. Sie konnten viele Menschen blenden, die Masse schaut nicht länger weg. Freiheit und Information. Denn was fehlt, ist Liebe, Gleichheit in allen Nationen. Und so stehen wir Hand in Hand, weil eure Noten für uns einfach keine Werte ausdrücken. Und unser Leben lang gefangen. Doch gemeinsam können wir schaffen, aus dem Kerker zu flüchten. I have a dream. All free men, wherever they may live, citizens of Berlin, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Danke JFK, danke Malcolm, danke Gandhi, Mr. King, John Lennon, Rio Reiser, Tupac, Bruce Lee, Geschwister Scholl, Che Guevara und Mr. Michael Jackson mussten uns verlassen, weil sie für den Frieden kämpften. Dankeschön. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch? Der nächste wahrscheinlich.